hier, Leben Wrestling. Natalya verlängert bei WWE. An diesem Wochenende hat Natalya nach Informationen vom PW Insider einen neuen langjährigen Vertrag bei WWE unterschrieben. Natalya soll aber in nächster Zeit nur selten im WWE-TV zu sehen sein, da sie in den nächsten Monaten erstmal intensiv an einer Doku über die Hart-Familie arbeiten will. Natalya hat sich in den letzten Wochen wohl auch intensiv mit einem WWE-Abgang beschäftigt. Jedoch sollen sie letztlich einige befreundete NXT-Talente davon überzeugt haben, zu bleiben. Brock Lesnar Rückkehr bei Raw-Debüt auf Netflix. Wie Dave Meltzer berichtet, soll die Rechtsabteilung der WWE Brock Lesnar bis zum 1. Januar 2025 freigeben, sodass er bei der ersten Raw-Ausgabe des neuen Jahres am voraussichtlich 6. Januar sein Comeback feiern könnte. Dort soll er dann eine Fehde mit Gunther beginnen, die bis WrestleMania andauern soll. Auch der Undertaker soll für die Show zurückkehren. Im Moment überlegt man wohl, den Taker für kurze Zeit an die Seite von Brock Lesnar zu stellen. Seth Rollins vor Heel-Turn? Mike Johnson will erfahren haben, dass Seth Rollins noch vor dem SummerSlam zum Heel werden soll. Die WWE plant, ihn beim SummerSlam gegen Drew McIntyre und CM Punk zu stellen. Sollte CM Punk nicht rechtzeitig fit werden, könnte Rollins in einem Einzelmatch auf McIntyre treffen. Die Heel-Rolle soll Rollins auch nach dem SummerSlam eine Weile beibehalten und sich dann in das Geschehen um den United States-Title einmischen. Mickie James als SmackDown General Manager? Laut Sports Kida soll Mickie James kurz vor einem Comeback zur WWE stehen. Die 44-Jährige ist demnach gerade in Gesprächen mit Triple H. Im Raum steht ein Match gegen Chelsea Green bei einer nicht näher genannten Großveranstaltung. Danach soll sie eine Art Assistentenrolle für ihren Ehemann Nick Aldis als General Manager von SmackDown bekommen. Dieser Deal ist aber wohl noch lange nicht in trockenen Tüchern, da James und die WWE in ihren Gehaltsvorstellungen weit auseinanderliegen sollen. WWE bildet Talente in Mexiko aus. Einem Bericht von Sean Rossett zufolge plant die WWE, ab 2025 ganz gezielt junge Talente aus Mexiko anzuwerben, die über noch keine großartige Wrestling-Erfahrung verfügen. Diese sollen dann über mehrere Jahre im Performance Institute der UFC in Mexico City ausgebildet und bei der WWE etabliert werden. Mit diesem Schritt möchte die WWE wohl auch verhindern, dass mexikanische Talente von der CMLL oder AAA ausgebildet werden und dann nicht oder erst spät zum Marktführer wechseln.